Herzlich willkommen, Ricarda Hofmann. Das ist wunderschön, dass du dich so zu früher Stunde bereit erklärt hast, mir ein paar Fragen zu beantworten. Du machst diesen wunderbaren Podcast Busenfreundin. Es ist nicht alles gay, was glänzt. Und dabei talkst du mit schwulen Jeanne d'Arcs, mit Gay-Handicap und beweist uns dabei allen, dass Bibi Blocksberg eine Lesbe ist. Ich höre die sehr, sehr gerne. Ich höre es sehr kurz im Podcast. Magst du ein bisschen was zu deiner Person erzählen, Ricarda? Gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Es ist gar nicht so früh eigentlich. Ich bin schon seit fast 2,5 Stunden wach, bin sehr früh Frühaufsteher und habe aber schon bestimmt 3 Liter Kaffee getrunken. Egal. Jedenfalls, Respekt. genau. Busenfreundin moderiere ich jetzt seit 2 Jahren. Das ist ein LGBT, naja, Comedy, ich würde sagen Infotainment-Podcast. Inzwischen auch der größte der Dachregion für queere Frauen. Und ja, in dem Podcast treffe ich immer ganz viele unterschiedliche Leute der LGBT-Szene, sei es Prominente oder Nicht-Prominente. Wir haben ganz unterschiedliche Themen. Also es ist Diversity quasi in Podcast-Form. Wir haben sehr viel gelebte Vielfalt. Und ja, das kann ein ganz witziges Thema sein, wie Bibi Blocksberg ist gay, hast du gerade gesagt, oder auch Behinderung, wie beispielsweise auch Religion und Homosexualität oder ja, oder Leute, die mal eine Konversionstherapie gemacht haben. Also ganz, ganz breites Spektrum, was man da abdeckt. Und das mache ich und versuche das so ein bisschen humoristisch aufzuarbeiten und zu transportieren. Ich bin selber Comedy-Autorin und genau, und so versuche ich die Themen einfach so an die Leute zu tragen und alles Mögliche abzubilden. Und gibt es so einen speziellen Grund, warum dich das irgendwann mal vor 2 Jahren geritten hat, diese Podcast-Reihe ins Leben zu rufen? Ja, also ich hatte selber nicht so ein ganz einfaches Outing. Meine Eltern sind dahingehend jetzt nicht ganz so offen. Inzwischen geht, inzwischen ist alles okay. Ich habe aber trotzdem immer das Bedürfnis gehabt, darüber zu reden und das habe ich nie getan und habe das so als Ventil für mich auch genutzt, diesen Podcast. Also ich rede viel darüber, das ist ein großes Thema in meinem Leben geworden, aber es tut auch gut, das rauszulassen und merke, dass ich von Leuten eine Rückmeldung bekomme, boah, gut, dass du das sagst. Ich kann's, habe ein ganz schwieriges Outing gehabt oder lebe auf dem Land. Ich kann das nicht kommunizieren, dass ich gay bin. Das ist gut, dass du das so sichtbar machst, das Thema. Und das tut mir sehr gut, zu sehen, dass es noch viele weitere gibt, die noch nicht an dem Punkt sind, das öffentlich zu kommunizieren. Und darüber hinaus fand ich immer, war das Angebot ein bisschen zu steif für mich. Also ich fand es immer sehr belehrend, immer mit dem erhobenen Zeigefinger und habe gedacht, wo sind denn die lustigen Inhalte? Ich will selber lachen darüber. Ich möchte mich auch über Lesben lustig machen, weil ich finde das wichtig, dass man das auch mit dem Augenzwinkern macht. Und darum habe ich gesagt, okay, wenn es das nicht gibt, dann musst du es halt selber Ich machen. habe ein kleines Spiel vorbereitet. Normalerweise könnte man ja sagen, wir spielen hier Wahrheit oder Pflicht oder sowas, aber ich habe mir überlegt, wir spielen Wahrheit und Pflicht. Du hast also drei Dinge jetzt gleich zu tun. Und zwar würde ich dir eine Frage stellen, die du wahrheitsgemäß beantworten müsstest, also zwei Fragen, und dann würde ich dir eine Aufgabe stellen, die du dann vor laufender Kamera versuchen müsstest, am besten rüberzubringen. Jetzt Alles darfst du die Reihenfolge ausdenken. Erst Wahrheit oder erst Pflicht? ich nehme mal die Wahrheit. Okay, Ja. dein peinlichstes Sexerlebnis. Mein peinlichstes Sexerlebnis. Fällt dir da ein? Ich glaube tatsächlich, dass die Mutter meiner Ex-Freundin reinkam. Die haben nämlich eigentlich auf der gleichen Straße gewohnt, wollte nur ein Packen Wäsche. Ist noch nicht mal so lange her, 3, 4 Jahre vielleicht. Wollte ein paar Packen Wäsche, so ein Paket Wäsche ablegen und dann kam sie ins Zimmer und das war unsagbar peinlich. Danach ging auch nichts mehr. Dankeschön. Mal zurückerinnern, wird mir wieder ganz, das ist, naja. Sehr, sehr peinlich. Peinlich genug. Wahrheit oder Ich nehme Pflicht? Pflicht, ich nehme Pflicht. Pflicht. Hast du ein Glas Wasser an dir oder etwas zu trinken? Ja, ich habe was zu trinken. Könntest du versuchen, mit einem Glas Wasser, mit einem Schluck Wasser die Eurovisionshymne zu gurgeln? Perfekt, großartig, Ricarda. Du bist die Beste, großartig. Das ist Ich habe es richtig. heute erkannt. Echt, hast du es? Ja, absolut. Das ist Erst die habe ich gedacht, es wird die Wahrheit. Deutschlandhymne, aber dann war es dann doch die Eurovision-Hymne. Es war absolut richtig. Perfekt. Das war die Wetten, das Hymne, oder?
Ist das ja, nicht? Das ist diese Erkennungsmelodie, was ja. du am Anfang immer hattest, ne? Genau. So, jetzt wird es ganz leicht. Noch einmal Wahrheit. Dein erstes Mal in der Szene. Erinnerst du dich noch daran, dass du das erste Mal sozusagen in die Szene ausgegangen bist? Ja, ich bin mit meiner damaligen Ex-Freundin, meine erste offizielle Freundin. Es gibt ja immer, es gab, also ich habe auch eine gehabt, die ich so unterm Radar gehalten habe, weil ich das meinen Eltern nicht sagen durfte oder wollte. Mit meiner ersten Freundin war ich in der Blue Lounge. Das ist eine Lokalität hier in Köln gewesen. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Man geht einen Gang runter, eine Treppe runter und kommt dann in eine kleine Location rein. Und da standen die Frauen. Und ich glaube, dass die Frauen alle in mir und meiner damaligen Ex-Freundin so ein Stück Steak gesehen haben. Und sie haben uns auch so angeguckt. Wir hatten sehr viel Angst. Es war verstörend, dass diese Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe gedacht, ich möchte das eigentlich nicht, weil ich dachte, okay, gleich wirst du hier aufgefressen, denke ich. Und das war mein erstes Erlebnis. Und ich muss sagen, es war nicht ganz so cool. Da habe ich ein bisschen Angst gehabt. Dankeschön. Naja. Ja, das geht uns, glaube ich, allen so, inklusive der Tatsache, dass wir da niemals alleine reingehen würden und dass wir mindestens dreimal drumherum gehen oder vielleicht auch nach 3 Wochen erst dann wirklich uns trauen, die Klinke zu drücken und in den Laden reinzugehen. Deshalb habe ich danach gefragt. Ja. Die Zeit ist schon rum, meine liebe Ricarda. Ich möchte dir auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit geben, kurz auf deinen Podcast hinzuweisen. Wenn ich also jetzt Podcast neugierig geworden bin und die Busenfreundin demnächst hören will, was gebe ich da ein? Wenn ihr ein Smartphone habt, dann gebt ihr in euer Smartphone bei Google einen Busenfreundin-Podcast und gelangt dann auf eine Seite, da könnt ihr den Podcast hören. Wenn ihr vertraut seid mit Spotify, dann kann ich euch auch Spotify oder iTunes ans Herz legen. Da gebt ihr auch einfach Busenfreundin ein, Busen und dann Freundin. Ist leicht zu merken, für lesbische Frauen insbesondere. Und da kommt ihr dann auf diese Podcast-Plattform. Ich kann euch aber auch das Magazin empfehlen. Wir haben jetzt vor kurzem ein Magazin gegründet, eine Plattform, wo viele Outing-Geschichten zu lesen sind, das ist busenfreundin-magazin.com. Genau, und ansonsten sind wir bei Instagram auch sehr aktiv und da könnt ihr überall was von uns lesen und hören. Das ist ja unfassbar, wie medial du aufgestellt bist oder wie medial ihr aufgestellt seid mit Busenfreundin. Und es wird spannend sein, was in Zukunft noch so von euch zu sehen und zu hören sein wird. Hier. Wir freuen uns erstmal an dieser Stelle sehr, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank, dass ich sein durfte. Ja, ich würde mal sagen, auf ein nächstes Mal und mach's gut und mach viele tolle weitere Podcasts. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall mal bei euch vorbeizuschauen demnächst. Ich möchte mir eine Show angucken. Und ansonsten grüße ich die ganze LGBTIQ+, habe ich das A schon gesagt? Community, ja. Ja, ich danke dir. Vielen Dank, Ricarda Hofmann. Dankeschön. Tschüss. Ciao.